Zuvor versorgt sie der Jan aber noch kulinarisch. So ist es. Wir schauen jetzt einmal in die Küche und wir sehen, dass Sauer auch herrlich süß sein kann. Es gibt heute ein Sauerrahm-Soufflé. Wenige Zutaten, relativ schnell gemacht, aber es sieht herrlich aus und schmeckt hervorragend. Als steirisches Krippel hat einst Peter Rosecker das idyllische Bergdorf Bürg bezeichnet, das wie eine Filmkulisse erscheint. Doch hier leben und arbeiten Menschen, auch wenn es immer weniger werden. Plus minus sind es 70 Einwohner, die hier Bürg noch besiedeln. Genau. Und ja, wir freuen uns aber trotzdem, sage ich mal, regen Gästebesuchs bei uns im Gasthaus Grenwald. Von den Bürgern wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen erschwert für uns, hier als Gasthaus bestehen zu können. Was im Gasthaus auf den Tisch kommt, hat Tradition und das gilt auch für den süßen Nachtisch. Fast schon in Vergessenheit geraten ist das Sauerrahm-Soufflé. Das Besondere am Soufflé ist das, dass es von der Optik her sehr viel hermacht, also, und es geht sehr, sehr auf und der Sauerrahm ist halt da nicht ganz so süß, es hat ein bisschen Säure drinnen und das macht das Ganze schon sehr besonders. Und so gelingt's. In den aufgeschlagenen Sauerrahm kommen Eidotter, 3 Esslöffel Zucker und Vanillemark. Dazu Mehl in die Masse sieben und das Ganze mit einem Schuss Rum und den Saft einer halben Orange verfeinern. In die Masse nun Zesten einer Limette, Zitrone und Orange reiben. Wichtig ist es bei den Orangen und bei den Zitronen, dass sie unbehandelt sind. Am besten Bioqualität, wo man die Zesten runterreibt, dass man das Weiße bei den Orangen und bei den Zitronen nicht noch mit reinreibt. Nun das Eiweiß steif schlagen und mit Zucker süßen und auch wenn es noch so eigenartig klingt, ein wenig salzen. Wenn wir süß, sauer und salzig kombinieren, dann ist es ein vollendeter Geschmack. In steif geschlagene Eiweiß nun die Masse darunter heben, die in das ausgebutterte Backgeschirr kommt. Ins vorgeheizte Backrohr stellt der Koch ganz raffiniert eine Wasserschüssel. Das hat den Vorteil, dass mehr Luftfeuchtigkeit im Backrohr ist und somit das Soufflé mehr aufgeht und viel locker und luftiger wird. Ob es auch so ist, zeigt sich nach 20 Minuten Backzeit, wenn sich das Sauerrahm-Soufflé in seiner köstlichen Pracht zeigt. Ein herrliches Gericht, ein Sauerrahm-Soufflé.